So ein gutes Rennen sieht man nicht alle Tage. Es war Rennen Nummer 6 an der Reihe in der laufenden Champions A-League Saison 5. Majura Valley war die nächste Strecke, die anstand. Und ich sag euch, da war wirklich einiges drin. Das Ganze natürlich wie immer präsentiert von Tailored Rig. Mit meinem Code ChampionJoe10 bekommt ihr dort 10% Rabatt. Link ist in der Videobeschreibung. Und wir starten rein mit 2x25 Minuten. Die besten Fahrer der Community. Ab geht's! Rennen 6 der Saison. Die Fahrzeuge gehen in Double File und es war ein unglaublich spannendes Qualifying mit Samuel Diebolder auf Platz 2. Hat fast noch den Kramke attackieren können. Startet jetzt hier aus der Frontreihe vor Hilger und Rodriguez, die ebenfalls bärenstark hier ihr Qualifying absolviert haben. Und die große Überraschung ist Alex Hübscher, der hier den Gaststart heute macht. Startet aus dem Top 10 von Platz 9. Mal schauen, ob er das Ding heimfahren kann. Da haben wir das Feld. Es ist extrem packed. Die erste Kurve ist super eng und es ist grün, grün, grün. Samuel verpasst den Start so ein bisschen und hat hier gleich richtig Trouble. Raphael kommt gut durch, hat jetzt aber in der ersten Kurve die Außenseite. Muss das erstmal verteidigt bekommen und hinten hat es direkt Alex erwischt. Bruch, Bruch für Alex. Oh, das tut mir leid für Alex Hübscher, wird ans Ende des Feldes katapultiert, ist direkt getroffen worden. Und auch Sven geht jetzt an Diebolder vorbei. Hilger zurück auf P3. Maddox geht ein bisschen weit, muss da jetzt aufpassen, dass es nicht zu eng wird. Ui, ui. Und der Möllmann kommt vorbei. Und glücklicherweise bleibt Smits irgendwie da noch auf der Strecke. Vorne ist auch noch nicht das letzte Wörtchen zwischen Diebolder und Hilger gesprochen. Diebolder zurück mit einem guten Move auf der Innenseite in die Herpin rein und ist jetzt wieder auf der 3. Viele Dinge, die jetzt hier gleichzeitig passieren. Raab im Duell gegen Plegge und Stroben. Plegge, Position verloren, zurückgefallen auf die 10. Hübscher ist auch noch dran am Feld, also der wird hier auch nochmal reinfighten. Ist jetzt hier im direkten Duell gegen Keller und Capuccio. Was ein enges Feld, man weiß gar nicht, wo man hinschauen soll. Hübscher steht quer, muss zwei Leute direkt durchlassen. Leicht durchdrehende Reifen und hier haben wir Di Felipe gegen Keller. Ui, und das kann nicht gut gehen. Keller steht quer. De Felipe ist erstmal durch und auch Hübscher ist zurück auf der 13. Spannender Dreikampf hier. Viele What-Ifs. Hier ist Plegge gegen Raab. Plegge mit der Innenseite. Sie bremsen sich side by side da gut rein. Raab gibt natürlich noch nicht auf. Hat jetzt die bessere Linie. Aber wenig Platz. Plegge macht das gut. Und hat jetzt die Nase vorne und macht sauber und fair. Und ist neu auf der 9. Raab 10. Strobenbrunner auch noch nicht gegessen. Brunner verteidigt innen. Stroben mit dem Switchback. Kriegt er die Nase rein, ja. Weg nach oben in Richtung Brücke. Außenrum, aber wenn ihr die Linie halten kann, sieht's gut aus. Weil jetzt geht's ins S. Oh, und Brunner bleibt erstmal vorne. Und die Lücke nach hinten zu Plegge und Raab ist jetzt nicht mehr vorhanden. Zurück zu Plegge. Stroben, der da quer steht. Und jetzt gibt's den Zweikampf zwischen den beiden Teamkollegen und den müsste Plegge für sich entscheiden. So ist es. Plegge auf die 8. Nach dem Fehler von Stroben. Und was ist mit Raab? Der ist jetzt dran. Kann mit einem P10 sicherlich leben. Würde bedeuten, das zweite Rennen startet man von der Pole. Oi, und das ist einfach. Wenn der Flo im Stream zu sehen ist, dann dreht er sich. Mann, das tut mir leid. Oh, oh, was ist da passiert? Kramke mit einem Fehler. Fällt zurück auf die 2. Diebolder ist da. Gab's einen Kontakt? Gab's einen Dreher? Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass Diebolder die Nase jetzt vorne hat.
und vermutlich erstmal an Kramke vorbeigehen wird. Und auch Hilger lauert jetzt auf seine Chance, wenn es da zum Kontakt kommt zwischen den beiden. Oh, Hilger mit dem Windschatten richtig schnell. Das wird ein 3 wide in T1. Und dafür sind wir hier. Hilger setzt nochmal zurück. Die Boulder macht das abgezockt. Aber dem geht gerade richtig die Pumpe. Kramke mit der Innenseite. Steckt noch nicht zurück. Nutzt den Curb, um den Wagen reinzurotieren. Wenn auch ein bisschen Exit Speed fehlt. Aber Kramke bleibt vorne. Macht das wie ein wahrer Champion. Aber die Lücke, die es mal hier gab, die ist weg. Nur Raphael jetzt noch mit Abstand. 4 Sekunden vorneweg. Dahinter Kramke, Diebolder, Hilger, Möllmann und auch Smits. Wie an der Schnur gezogen. Ohne Abstände. Oh, und Möllmann verbremst sich ein bisschen. Fährt fast dem Hilger hinten drauf. Zweikampf Plegge gegen Brunner. Plegge mit innen. Auf die Brücke. Oh, lässt sich da richtig schön reinfallen. Aber Brunner nimmt mehr Geschwindigkeit mit und kann hier den Berg runter jetzt erstmal wieder vorne bleiben. Was ist hier bei den drei los? Ui, in den King zu dritt. Gerade nochmal so gut gegangen und Hübscher zieht durch. Hübscher zieht durch und ist jetzt auf der 12. Cappuccio 13, Elster 14. Genau durch die Kurve und da kommst du dann halt super wide raus. 0,3, da ist die Chance. Windschatten müsste an sein. Schauen wir drauf, wie es ihn reinzieht. Früh lenken gegen die Dirty Air. Ja, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Jetzt saugt er sich ran. Brunner muss verteidigen. Tief rein in die Kurve und jetzt die Power irgendwie reinkriegen. Nee. Steht da quer. Am höchsten Punkt. Und muss nochmal neu ansetzen. Wir schauen auf die Boulder. 0,4. Das ist sehr nah dran. Aber hier muss er halt jetzt flat durch und die Dirty Air killt ihn! Die Dirty Air killt ihn! Wir springen zu Hilger! Side by side! Oh, und Hilger ist durch! Die Bolle kriegt die Chance auf der Bremse innen. Ah, Zweikampf doch noch nicht gegessen. Hilger ist ein Stück weiter hinten und die Innenseite hier war nicht immer gut. Berührung! Und Samuel und Sven drehen sich raus und Maddox ist wieder da. Möllmann, der große Gewinner, springt auf die 3. Hält sich hier raus. Weiß nicht, ob es eine leichte Berührung gab zwischen Hilger und Diebolder da. Sah auf jeden Fall so aus, als gab es einen leichten Touchdown und beide drehen sich so seitlich raus. Gut abgefangen allerdings. Vorsicht vor der Dirty Air. Auch für Stroben, aber der bleibt dran und der wird jetzt hier vielleicht nochmal seinen Teamkollegen angreifen. Selbe Stelle, Startziel. Oh, der Überschuss. Hat der Stroben gerade gelupft? Ich glaube ja. Ui, und Plenke kriegt die Kurve nicht, verbremst sich und Stroben ist durch. Plegge mit dem Totalausfall. So, kann Stroben das schaffen, was Plegge die ganze Zeit nicht geschafft hat. Es sieht nicht schlecht aus, ist nah dran. 13. Er wird auf jeden Fall den Windschatten kriegen, um sich hier nebendran reinzubremsen. Und Brunner lupft leicht. Da ist sie, die Chance. Kann Stroben was machen. Brunner innen. Stroben außen und dann macht er den Switchback. Gut von Brunner. Nimmt sich hier wieder die Innenseite. Außen ist ganz schwer. Aber Stroben muss da jetzt penetrant dranbleiben. Und sich seine Chance suchen. Da darf man nicht zurückstecken. Da muss man wirklich am Bumper kleben. Und wir gehen zu Kramke und Rodriguez. Und das ist jetzt ein komplettes Novum. Erstes Rennen und wir haben einen neuen Sieger. Fair and square nach Qualifikation. Raphael Rodriguez holt seinen zweiten Saisonsieg, wenn mich nicht alles täuscht. Und nimmt hier die vollen Punkte mit. Kramke wird Zweiter vor Möllmann und Hilger auf der 4. Der sich wieder ärgern wird. War mehr drin.
Aber die größte Enttäuschung spürt wahrscheinlich Samuel Diebolder, der hier locker Zweiter hätte werden können. Am Ende ist es P5 für ihn. Brunner hält den sechsten Platz vor Strom, Plegge auf der 8. Die beide sich noch vor Maddox Smith schieben. Der da Probleme hat. Und hier kommt De Filippis. Vielleicht Maddox auch strategisch. Lässt sich zurückfallen auf die 10, damit er das nächste Rennen von der Pole starten kann. Könnte ich mir vorstellen. De Filippis wird 9. Und Maddox startet Rennen 2 von Platz 1. Was folgt auf das beste Rennen der Saison? Das ist die Frage, die wir uns jetzt alle stellen nach diesem unglaublich tollen Rennen 1, das so viele Highlights hatte. Man wusste gar nicht, wo man genau hinschauen soll. Aber in Rennen 2 steht genauso viel auf dem Spiel. Genauso viele Punkte sind zu verteilen. Und Maddox Smith hat ganz taktisch klug sich den ersten Platz gesichert für diesen zweiten Start. Wie wird's ausgehen für Diebolder, für Kramke und auch für den Gewinner Rafael Rodriguez? Wie kommen sie durchs Feld? Hier kommt die Ampel, es ist rot und es ist grün, grün, grün. Rennen 2 ist eröffnet. Wir haben nochmal 25 Minuten Racing Action vor uns. Und dahinter wird es jetzt schon wieder komplett wild. Das sind 3, 4 Autos nebeneinander. Hilger auf dem Gras gibt den Push und das war's für Maddox und viele andere. Und da muss man einfach sagen, das war nicht gut gemacht. Auf der Innenseite von Hilger, der versucht, über dem Gras zu überholen. Da konnte er dann nicht mehr richtig anbremsen und räumt hier massenweise Leute ab. Unter anderem auch Rodriguez. Hilger wird da eine fette Strafe erwarten. Keller dreht sich hier raus. Diebolder dreht sich hier raus. Hoffentlich hat der nicht jetzt auch noch Rodriguez nochmal erwischt. So ist es ein komplettes Durcheinander. Und Plegge ist auf der 2. Und hier haben wir Duelle zwischen Brunner und Kramke, genauso Raab und Hübscher. Hübscher außenrum, macht's perfekt. Raab mit Problemen auf dem Gas, wie so oft in dieser Saison. Hat Moritz Arnold hinter sich und Nils Stroben. Oh, und wir müssen an den Start springen, da haben wir einen Free Wide in T1. Nächste Berührung, Plegge. Und De Filippis, der da im Sandwich ist und dann auf dem Gas das Heck verliert. Das ist natürlich bitter für ihn. Viel Druck natürlich, auf einmal hier ganz vorne mitzufahren. Plegge übernimmt P1 und dahinter haben wir VHK Soundwave im Doppelpack. Brunner 4. Und Hübscher ist hier auf der 5. Wir springen zu Moritz Arnold. Der nimmt hier die Dirty Air mit und ist nah dran an Nils Strom. Da wird es auf jeden Fall einen Angriff geben. Oh, Angriff in den King! Das haben wir noch nicht gesehen. Außenseite. Tief rein. Keine Berührung. Und jetzt ist Maddox da. Und jetzt ist Maddox da. Und die beiden Teamkollegen werden sich einig. Maddox zurück in den Top 7. Ui, und da hinten dreht sich Nils Stroben. Trifft zum Glück niemanden, ist aber jetzt 8. und hat den Hilger hinter sich. Hilger und Diebolder, die beiden Streithähne aus Rennen 1, wieder vereint auf Platz 9 und 10. Wie schnell sich das Blatt wenden kann. Für die Aliens wieder ein vermaledeiter Start. Diesmal, glaube ich, Hilger der Schuldige. Wir werden sehen, was dabei rumkommt. Jetzt kommt erstmal Diebolder mit Überschuss. Gegen das alte Knie. Hilger bleibt eng am Apex. Und verteidigt souverän. Sehr stark verteidigt. Diebolder probiert es auch auf die Brücke hoch. Innen ist das schwer, aber nicht unmöglich. Boah, Diebolder nimmt sich aber die nächste Kurve und bleibt. Hilger nimmt sich die nächste Kurve und bleibt auf der 9. Unter einer Sekunde die beiden. Oh, was ist hier los? Hilger am Rasenmähen. Da sind sie zu zweit in die schnelle Kurve gegangen. Diebolder wohl innen. Und Hilger kommt so weit raus. Auf den Spuren Bottas. Bei Maddox hat er auch im letzten Rennen schon ein bisschen Probleme mit dem Internet.
Oh, und Strom verliert ja gerade viel Zeit auf Müllmann. Und Raab fliegt raus. Was ist das denn schon wieder für ein Rennen? Was ist da passiert? Müllmann fällt auf die 11. Und davor ist es Stroben gegen De Filippis und Hilger. Was ist mit dem Müllmann passiert? Das brauchen wir in der Sim unbedingt. Dass Kommentatoren ein Replay einspielen können von den letzten 30 Sekunden oder so. Dass man sich eine Situation nochmal anschauen kann. Ui, und Arnold geht weit. Und verliert den Platz an Diebolder, der jetzt auf die 6 wieder zurück rutscht und nur 2,5 Sekunden hinter Maddox ist. Also da ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Und Kramke kommt jetzt in Fahrt. Und Möllmann geht zu zweit mit Hilger durch den Knick, der auf den Ripple Strips mal sowas von hops genommen wird. Das hätte ja mal richtig ins Auge gehen können. Junge. Smits ist auf 9 zurückgefallen. Also Diebolder jetzt auf 5. Der macht hier die A-League Masterclass gerade. Falls ihr noch nicht eure Notizheften draußen habt, das kommt beim nächsten Test dran. Plegge hat hier die Chance, das Ding heimzufahren. Ui, und Stroben dreht sich. Wir schalten wieder genau im richtigen Moment hin. Elster ist jetzt vorbei und springt auf die 16. Rodriguez 14. dreht einsam seine Runden, der Gewinner von Rennen 1. Und Alex Hübscher, auch wenn er nicht die beste Pace fährt von allen heute, ist hier auf Podiumskurs. Und ich sag euch, wenn der das Ding hier auf dem Podium heimfährt, dann muss der Blacky sich ein neues Team suchen. Oder in der B-League fahren. Ich weiß auch nicht. So, Müllmann ist da. In die Schnellen, früh einlenken ist der Schlüssel. Windschatten ist da. Müllmann gegen Arnold. Und Arnold lässt die Innenseite offen. Damit das Duell quasi schon entschieden. Jo, und geht dann auch noch wide, verbremst sich ein bisschen. Und Lukas Müllmann ist zurück auf P6 nach seinem Fehler. Zu weit weg, 0,4. Da kriegst du zwar den Windschatten, aber es reicht nicht, um sich side by side zu bremsen. War noch keine Not für Plegge da, eine Defensivlinie zu fahren. Jetzt hat er sich da aber ein bisschen vertan. Kramke ist dran. So nah war er noch nie. Jetzt oder nie. Kramke für den Sieg. Oh! Hartes Manöver. Bremst sich da rein. Und es gibt die Berührung. Und Kramke bleibt jetzt auch dran. Da hatte... Oh, Plegge nicht mitgerechnet. Und jetzt gibt es da auch ein bisschen Ellenbogen für die Innenseite. Oh, drückt ihn fast raus aufs Gras. Da fahren zwei. Oh, mit allem, was sie haben, Kramke erstmal durch. Aber noch ist es nicht vorbei. Das war mit ganz viel Ellenbogen von Kramke, der hier unbedingt gewinnen will. Und Plegge muss sich mit nur noch wenigen Sekunden auf der Uhr erstmal geschlagen geben. Jetzt biegt er in die letzte Kurve ein. Da kommt er, Luca Kramke. Er hat es mal wieder geschafft. Irgendwie mit einem starken Manöver noch an Plegge vorbei und holt sich hier den Sieg im zweiten Rennen. Ganz stark gefahren. Plegge wird hier Zweiter und nimmt wichtige Punkte mit. Und da ist er, Alex Hübscher, die Überraschung des Tages. Holt sich hier einen dritten Platz. GG's in den Chat. Was ein geiles Rennen von ihm. Brunner wird Vierter. Auch ein starkes Saisonergebnis für Markus. Samuel mit der Masterclass nach dem Unfall noch auf die 5. Möllmann wird Sechster. Da wird er sich ärgern. Hilger auf der 7 nach vielen Fehlern. Arnold, starkes Ergebnis für ihn. Auf der 8 sein Teamkollege Maddox. Smits auf der 9. Und Mark Keller komplettiert die Top 10 und holt noch wichtige Punkte für United Racing Design und wird hier 10.
Und wir schauen auf die Ergebnisse. Vorne bleibt erstmal alles beim Alten. Den größten Sprung macht Sven Hilger. Der springt nämlich von der 7 auf die 6. Florian Raab fällt ein wenig zurück. Bruno Neu auf der 8 und Moritz Arnold erstmals in den Top 10. Dicht gefolgt von seinem Teamkollegen Maddox Smits, der neu auf die 11 klettert. Marc Keller fällt zurück auf die 12. Und ansonsten, die Dauerfahrer setzen sich langsam oben ab und die Leute, die ständig fehlen, rutschen immer weiter nach unten. Und es gibt ein neues Gesicht auf Seite 3. Alex Hübscher mit starkem erstem Auftritt springt direkt auf die 23. Bei den Teams springt Alien Racing dank Raphaels genialem Sieg und den guten Ergebnissen von Samuel zurück auf die 2. Und das Hübscher Racing Team dank der starken Performance von Alex und auch Sven heute neu auf der 4. Zudem überholt Random Racing die Champions. Und das war sie, eine weitere Woche Champions A-League. 4 Rennen stehen noch an. Das nächste Mal geht's auf das Sportsland zu. Das wird sehr eng, sehr wild und wahrscheinlich auch ein bisschen verrückt. Schaltet gerne wieder ein live im Stream. Und alle weiteren Highlights gibt's hier in der Playlist. Das war's für heute. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und denkt immer daran, ihr seid alle Champions. Ciao.